Hey Skatfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Rocket. Wir sind in der vierten Woche des Monatszyklus. Das bedeutet, nach dieser Woche stehen wieder 36 Teilnehmer fürs Monatsfinale fest. Ich bin diesmal noch nicht dabei, muss mich auch nicht mehr so reinhängen, denn ich habe ja schon das Finalticket. Allerdings lässt sich mit einer weiteren Qualifikation nicht nur ein schönes Taschengeld erspielen, sondern auch noch ein paar Zusatzpunkte fürs Finale. Von daher muss ich mal schauen, ob ich in dieser Woche nochmal richtig Gas gebe und mehrere Listen spiele. Fangen wir auf jeden Fall mal mit dieser hier an. Und mein erstes Spiel in Vorhand sind immerhin mal vier Volle und ein Bube. Mit anderen Worten, wenn Spieler 3 in Mittelhand hier das Spiel haben will, dann muss er mich schon ernsthaft von seiner Spielabsicht überzeugen. Das ist bei 27 gereizt der Fall. Dann ist mein Karo ohne Seitenass doch ein bisschen dünn und wie es denn hier so ist in diesem Format. Das war ja erst der Anfang. Jetzt kommt Spieler 3 noch ins Rennen und kommt bei 45 ans Spiel. Also mein Einsatz war bei weitem hier nicht hoch genug. Und nun vermute ich natürlich bei der Reizung, einer wird die drei Buben haben und einer gar keinen. Und mein Partner hat offenbar gar keinen. Und der Alleinspieler spielt Herzhand mit dreien, ist die Vermutung. Entsprechend, um meine Trumpf 10 zu retten und auch aufgrund der Reizung blank spielen, tue ik ja sowieso gerne, kommt die Pik Lusche, doch es nützt nichts. Der Alleinspieler hat das Pik Ass selbst und er hat viele Trümpfe mit rein. Also, wenn kein Trumpf liegt, dann hat er jetzt nur noch eine andere Fehlkarte überhaupt in der Hand. Karo Dame schon mal im Stock. Gut, dann können wir jetzt, wo er noch nicht die Karten abklappt, wenn wir wohl noch einen Kreuzstich machen oder einen Pikstich. Ich halte den Kreuz, mein Partner hält den Pik. Dann sind wir also aus dem Schneider. Das zweite Spiel geht wieder an Spieler 1. Der legt hier also ein bisschen vor, zumindest ist das sein Ziel. Ich habe natürlich wenig, womit ich ihn aufzuhalten glaube. So, der erste Stich hier schon etwas ziemlich interessant. Was kann wohl der Pik König sagen? Ein Bluff ist hier unwahrscheinlich. Warum sollte er aus König Lusche etwa den König legen? Die Dame habe ich selber, also auch das lässt sich ausschließen. Von daher kann ich ganz ruhigen Gewissens die Pik 10 zutun. Das ist ja keine Frage. Was verrät allerdings der Stich? In welchen Konstellationen behält der Alleinspieler auch ein blankes Bild in der Hand, wo Ass und 10 noch draußen sind? Eigentlich gibt es nur eine plausible Erklärung. Er wird in einer anderen Farbe zwei Bilder gedrückt haben. Und das ist ja schon zu sehen. In Herz habe ich selber ein Bild. Ich bin also jetzt schon ziemlich sicher, dass Kreuz Dame und König gedrückt sind und ja, davon abgesehen lässt sich dann über den Trumpfstand vielleicht noch nicht so viel sagen. Ich denke eher an einen Sechstrümpfer, dass noch das Herz Ass zu dritt bestellt steht, denn ansonsten hätte ich erwartet, dass auf Pik Lusche womöglich abgeschmissen wird. Unter dem Herz Ass etwa die Lusche oder aus der Herz Doppellusche, was immer er da noch bei hat. Aber es ist ein Siebentrümpfer. Dann hat der Spieler hier versucht, irgendwie den Schneider zu erspielen, ist meine Vermutung. Er muss dann jedenfalls noch eine Fehl haben. Und es war tatsächlich Kreuz, König, Dame im Stock. Das ist das Schöne beim Skat. Es ist ja so logisch. Ja, wenn so ein Muster so aussieht, es riecht so, es schmeckt so, dann wird es auch so sein. Und meistens ist es dann auch so. Das sind also so die kleinen Extra-Informationen, die man häufig schon nach einem Stich mit ein wenig Erfahrung und Gespür aufsammeln kann. Drittes Spiel. Ich habe in Mittelhand 18 geboten, aber das waren auch schon sehr gewagte 18 und auf 20 bin ich sofort raus. Der Spieler geht hier über die Dörfer, ein klares Zeichen, dass er nur zwei Buben hat. Jetzt ist es hier immer so eine Frage, mit Kreuzbuben überhaupt stechen, ja oder nein? Kommt ja darauf an, wer den Pik Buben hat. Es kann also sich auch empfehlen, abzuschmeißen, um keinen Stich im Buben zu verschenken. Weil ich allerdings gehofft habe, dass mein Partner Herz vielleicht blank aufgeschlagen hat und dann auch zweimal abwerfen kann, habe ich jetzt trotzdem gestochen. Ja, sieht allerdings nicht so aus. Der Alleinspieler lässt hier den Pik König fallen. Das sieht wie ein kontrollierter Abwurf aus. Dann hat er wohl jetzt noch die zwei Buben, das Pik Ass natürlich in der Hand und die Karos.
Also, wenn mein Partner Pik Bube hat, machen wir noch einen Stich, kommen raus. Wenn er Pik Bube beim Alleinspieler ist, machen wir eben keinen Stich mehr, sind wir auch raus. Das Spiel war doch ein ziemlich solider Gang. Ah, Spiel 4. So lange muss ich dann manchmal wieder warten. Aber die vier Buben in einer Hand und wenn es dann die eigene ist, das ist doch immer ein erhabener Anblick. Also ich freue mich jedes Mal auch über die bunten Buben, auch wenn sie nur in zwei Farben sind. Und jetzt noch das Karo Ass zu 10 und König gefunden, das ist doch herrlich. Also dieser Grang geht natürlich hier auf jeden Fall los. Und ja, ich drücke ihn jetzt hier so, dass ich tatsächlich in jeder Farbe eine Lusche habe, was vielleicht ein bisschen wild aussieht und gewagt aussieht. Aber wenn ich Lusche und Bild drücke, eine Farbe wegdrücke, dann muss ich ein Bild halten. Und dann ist das Spiel in drei Stichen auch mit 5 Vollen theoretisch verlierbar. 28 in einer Farbe, wenn die Farbe 4-1 steht, einmal Wimmlung 39 und dann noch meine blanke Lusche. Dann lieber so, denn dass tatsächlich dreimal Ass und 10 auseinanderstehen und dann auch noch dreimal die 21 fallen, die Chance halte ich tatsächlich für kleiner. Das habe ich in 20 Jahren Skat erst ein einziges Mal gesehen, dass die Karten so fielen. Viel häufiger habe ich gesehen, dass ein Spiel eben in drei Stichen mit 5 Vollen und den beiden Bildern auf 60 fällt, deswegen so gedrückt. Hier sitze ich jetzt mit so einem ganz schrägen Nullansatz in Hinterhand, natürlich mit zwei faulen Herzen nicht gut. Andererseits kann ich in den anderen Farben ganz gut reinfinden mit 3x7 Lusche in der Hand, aber mehr als 23 will ich dann nicht damit reizen. Ja, Kreuz spielst du. Aber womit kommst du raus? Wir sehen nichts. Da sehen wir was. Kreuz Dame. Ja, sieht ja nicht gut aus. Trumpf volle, offenbar beide beim Alleinspieler. Ein Ass noch in der Beikarte. Ich gar nichts in der Beikarte. Karo wird gestochen, auch ohne groß nachzudenken. Also sieht ja nicht so gut aus. Wenn überhaupt, dann noch irgendein schwacher Drilling, ist aber nicht der Fall. Pik König von meinem Partner, dann war offenbar Ass und 10 selber beim Alleinspieler, also aufgeben und schenken. Jetzt hier tatsächlich noch Überraschung. Das Pik Ass ist gedrückt, also aus Ass 10 Dame Lusche hat Spieler 3 sich hier das Spiel schwach gedrückt, dass jetzt der Pik König einen Stich gemacht hat. War ja eigentlich nicht nötig, der hätte auch zu dritt sitzen können. Also das ist jetzt so ein ganz kleines Zeichen, wo ich allerdings sofort registriere und für mich so eine kleine Notiz mache. Okay, also Spieler 3 zu dem Spitzenspielern, mal vorsichtig ausgedrückt, gehört er nicht. Das war schon eine sehr ungewöhnliche Drückung, womit er sich das Spiel ein bisschen schwerer gemacht hat als nötig. Das Spiel war ja nun gut, aber deswegen jetzt hier auch in dem Moment der Verdacht, er kann tatsächlich mal in Karo auf der 10 zu dritt sitzen und dann nicht die 10 direkt ausgespielt haben. Also schnippel ich auf den König, nehme die Dame, ist ja sowieso hier mal die einzige Siegchance. Und er bedient tatsächlich Karo Ass mit der 10. Jetzt haben wir natürlich 45 liegen. Jetzt biete ich entsprechend hier mal ein Bild an. Kreuz ist die Musik raus, das sollte ich nicht unbedingt machen. Dann lieber ein Herz das Bild anbieten. Wir brauchen sowieso noch einen Stich mit Bild und Vollen von meinem Partner. Und da kommt der Stich. Kreuz Dame rein, 61. Also den hat Spieler 3 jetzt knapp verloren. Da hätte er aus der Karo 10 zu dritt mal besser die 10 direkt vorgezogen, dann hätte ich mir dieses Schnippeln nicht erlauben können, dann wäre das Spiel aber auch gut gegangen. Also eigentlich eine Standardverteilung, auch ein Standardvortrag. Dieses Risiko hätte er nicht eingehen müssen. Ich halte jetzt hier im 7. Spiel etwas frivol 18, aber ein bisschen tun muss man ja, und wenn man hier für 18 rankommt in diesem Format, da muss ja mindestens eigentlich eine gute Karte drin liegen. Und dann, ich fasse es manchmal nicht. Ich könnte den Rechner nehmen und aus dem Fenster schmeißen, wenn ich nicht so viel Spaß an dem Spiel hätte. Guckt euch mal diese Todfindung an. Herz König und Pik Dame bei einer nur 18er Reizung. Jetzt habe ich natürlich nur Müll in der Hand. Also da geht ja an sich überhaupt nichts. Wenn
Dann auf jeden Fall mit der blanken Kreuz 10, das ist sowieso klar. Und Spieler 3 hat den Karo gereizt. Also vielleicht hat er Karo Ass zu dritt. Und vielleicht bringt er mal Karo Ass und 10 hintereinander und Spieler 1 lädt das Kreuz Ass. Oder ich mache sonst wie irgendwie die Kreuz 10. Das ist hier so ein ziemlich gewagter Nebenplan, aber anders geht das Spiel sowieso nicht. Und jetzt hier Pech, Spieler 3 zieht erst das Ass, aber jetzt wechselt er die Farbe und irgendwie Spieler 1 geht auch noch mit dem Ass rauf, ja. Aufgeflogen, geplatzt, verraten und verkauft. Jetzt muss ich zusehen, dass ich irgendwie hier noch aus dem Schneider komme. So einfach ist das gar nicht. Ist, ja, alles ist möglich, sage ich mal. Ah, da komme ich aber noch mal hier zum Stich. Ja, langt aber mit dem Pik Ass langsam nicht besser. Pik König. Ich glaube, das sind 32. Ah, und jetzt mache ich aus Versehen noch einen Stich. Ja, bin ich tatsächlich raus, aber die Karo 10, sie war hinten bei. Sie saß genau links von mir, wo sie sitzen sollte. Einfach ein bisschen Pech, dass der Spieler da die Farbe gewechselt hat. Irgendwie hat er mich dann wohl doch ausgeguckt. Naja, das dann also der Dämpfer auf meine Ambitionen, hier eine gute Liste zu spielen. Und nun schaut euch das an. Da liegen zwei Buben drin und ich habe wieder die vier Jungs. Mensch, warum wusste ich denn das nicht vorher? Warum lasse ich denn nicht die Lerchenspiele mal weg und nehme nur die mit vier? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall habe ich jetzt 20 in den Keller getan und Grang angesagt. Ich denke mal, gut, ich gebe bis zu fünf Stiche ab, aber ich kann es hier natürlich, wenn es nicht ganz unglücklich läuft, über die Vollen ganz gut kontrollieren. Also ein Voller könnte schon lang, zwei Volle zur Sicherheit, dann bin ich auf jeden Fall zu Hause. Mit 20 im Keller, da kommt schon die Herz 10. Wunderbar. Und es wird geschnippelt in Kreuz und damit ist das Spiel safe. Jetzt kann ich die nächste Ausbaustufe in Angriff nehmen. Jetzt können wir auf Schneider schielen, so unwahrscheinlich das erst klang. Aber bei, hier kommt der vierte Stich mit weniger als, also mit vier Augen oder weniger. Jetzt ist der Schneider schon gar nicht mehr zu vermeiden. Ich trenne mich hier noch von der Karolusche und habe trotz fünf Abgabestichen hier einen Grang mit vier Schneider gespielt. Das macht natürlich wieder Spaß und schon bin ich auch wieder auf Kurs und vielleicht geht ja noch was und ich sollte einfach diese schlechten Spiele nicht reizen. Wieder was dazugelernt. So, Spieler 3 steht ja ziemlich mause nach dem verlorenen Grang, aber aufgeben kommt da auch nicht in Frage. Und jetzt spielt er Grang. Naja, wenn mein Partner ein bisschen was in der Hand hat, dann kann was gehen, aber das sieht nicht so aus. Drei Buben, Karo gestochen, Kreuz, Ass, 10, Lusche, also jetzt sechs bekannte Karten beim Alleinspieler. Pik Ass auch noch dabei, dann geht natürlich nichts. Gut, Pik Ass hat er zu viert gehabt, dann kommen wir auf jeden Fall raus. Dann wird mein Partner noch das Herz Ass haben. Selbst wenn nicht, dann kriege ich es auch nicht, kriege die Herz 10 nicht nach Hause. Auf jeden Fall hat der Alleinspieler natürlich jetzt außer dem Buben nur noch den Pik in der Hand. Bupp, raus. War. Wenn dann noch was gehen soll, dann müsste in den nächsten Spielen das Material sich noch ein bisschen verbessern. Das hier ist ja wieder nichts. Chance für Spieler 1, wieder an mir vorbeizuziehen. Mit einem Pik. So, langer Weg, kurze Farbe ist eine Variante. Sicher Karolusche, auch eine Ausspielmöglichkeit. Aus Herz König zu dritt würde ich nun am wenigsten empfehlen. Das Schöne bei Kreuz war, jetzt kann ich, nachdem ich mit Trumpf rankomme, die Lusche ganz gut wieder rausspielen, habe ein schönes Nachspiel. Und jetzt muss ich mich hier entscheiden, wo ich den Drilling beim Alleinspieler vermute. Also Trumpf sieht es aus wie ein Sechstrümpfer, dann war das blanke Kreuz Ass dabei und jetzt vermutlich ein Drilling. Wie wollen wir da rauskommen bei 15 Liegen?
Ich vermute jetzt mal, der Drilling könnte in Herz sein, aufgrund der Reizung. 18 hat mein Partner Spieler 3 gehalten, auf 20 gepasst. So wie ich ihn einschätze, könnte er sein Reizgebot eher halten, aber das sind hier Nuancen. Also ob es nun Karo oder Herz ist, ich muss mich jetzt jedenfalls entscheiden und einen von meinen Drillingen auflösen, da ich eine Karte legen muss. Und das kann jetzt entweder gut gehen, oder eben auch nicht. Das werden wir gleich rauskriegen. So, es ist Karo. Der Drilling ist Karo, es ist fast immer so. Beim Sechstrümpfer mit einer einzelnen, es ist selten das Muster 1, 1 und 2 Karten. Es ist meistens ein Einzelner und ein Drilling oder zwei Zwillinge. Deswegen habe ich jetzt schon ziemlich sicher das Gefühl, dass ich mich hier wohl falsch entschieden habe. Und wir jetzt dadurch Schneider bleiben. Wenn mein Partner das Karo Ass hat, kommen wir so oder so wohl noch raus. Wenn er es nicht hat, dann bleiben wir so oder so Schneider, auch wenn ich die 10 mitnehme. Insofern habe ich hier einfach nochmal auf extra Punkte gespielt und die Karo 10 geschont. War nicht mal ganz präzise. Es hätte auch Herz Ass 10 natürlich an der Seite stehen können und die eine Karo Dusche. Aber ja, das sind manchmal so Ideen. Die Erfahrung sagt mir schon, dass es so nicht ist. Und trotzdem hätte ich wohl Karo 10 legen sollen, war aber nicht relevant. Schneider sind wir geblieben. So, Spieler 1 also an mir vorbei. Und das ist natürlich ein Zeichen für mich, jetzt im 11. Spiel mit diesem Sechstrümpfer ohne Seitenass trotzdem Gas zu geben. Ich muss was tun. Und da liegt doch auch endlich mal zumindest der siebte Trumpf, obwohl mir die Karo Dusche natürlich nicht schmeckt, denn Spieler 1 rechts von mir hat 27 gereizt. Also ich vermute schon, dass dort alle Karos stehen. Aber jetzt habe ich 10 im Keller, kriege ich im Aufschlag Pik 10 zu stechen und hoffe mal, dass Karo nicht unbedingt gleich die Farbe ist, die hinterherkommt. Vielleicht greifen sie ja noch ein bisschen in die anderen Farben, aber da kommt Karo hinterher. Allerdings, und das war das Gute, am Trumpf eben schon zu sehen, Trumpf Lusche, Karo Bube, Pik Bube, Trumpf muss eigentlich 2-2 stehen. Also Spieler 3 links von mir kann den Kreuz König nicht haben, sonst hätte er den gelegt. Und Spieler 1 muss eigentlich den Kreuz König haben, er kann nicht. Also logisch muss er sowieso den Kreuzkönig haben, aber er kann auch nicht beide schwarzen Buben haben, dann hätte er nicht den Trumpfstich so leichtfertig jetzt aufgegeben, um hier zu übernehmen. Das heißt, Karo sitzt tatsächlich, wir sehen es hier, extrem unschön, 4 zu 0, aber die Trümpfe stehen ganz offensichtlich 2 zu 2 und vor allen Dingen, es steht eben der Kreuzbube noch links von mir, das heißt, ich kann hier mit der Lusche stechen. Und dann wird jetzt Trumpf 1 zu 1 fallen. Zumindest bin ich optimistisch, decke auch die Karten auf. Alles andere, wenn es nicht so ist, nicht mich da vertan habe oder die Jungs es etwas anders gespielt haben, tut es auch nichts zur Sache, dann kann ich sowieso nichts ändern. Aber auch hier wieder die Karten, wie sie fallen, verraten eine ganze Menge und meistens ist es auch so. Jetzt also ein Spiel vor Schluss bin ich knappe 30 Punkte vor Spieler 1. Das heißt, kein überragendes Ergebnis, 380 liegen. Auch hier im letzten Spiel nichts mehr bekommen. Reiz hier nochmal den Null aus reiner Freude, zumindest über den Karo rüber. Aber ich habe natürlich nichts in der Hand und insofern habe ich noch die Daumen gedrückt, gebe ich zu für Spieler 3, dass er das Spiel bekommt. Tut er aber nicht. Also, wenn Spieler 1 ein Spiel gewinnt, dann hat er mich erlegt. Dann muss ich 5 Euro auszahlen. Will ich dann auch gerne tun. Mein Blatt sieht auch nicht dolle aus, aber. Zeige es uns erst nochmal. Spiel dein Spiel vor und dann gucken wir. Zumindest er hat schon mal irgendwie ein bisschen überlegt. Ich weiß auch nicht, irgendwas ist faul. Und da sieht man es dann. Herz Ass im Aufschlag. Er geht über die Fehlkarte. Also er scheint nicht so trumpfstark zu sein. Nun habe ich die blanke Karo 10. Das ist, erscheint mir wieder ein Negativpunkt, wenn der Spieler über die Dörfer geht. Aber warten wir erstmal ab. Und was passiert? Mein Partner sticht erstmal Herz Ass. Also Herz Ass 10 zu viert und keine Trumpfzüge. Das bedeutet wohl Trumpf schwach auf der Brust. Und dann wahrscheinlich Herz 10 im Keller, aber das nützt ihm ja nun auch nichts. Karo auch noch 2 dabei. Also ein Spiel, was schon dadurch geschlagen wurde, dass ganz einfach Herz Ass nicht lief. Damit schon völlig chancenlos. Mit zwei kleinen Karos noch an der Seite. Trumpf voll haben wir auch verstochen. Also das Spiel
wurde nicht gewonnen. Und dann habe ich damit 420 Punkte erzielt. Ihr könnt es hier sehen, alle Spieler am Tisch, ganz fair verteilte Spielverhältnisse, 3 zu 1 jeder. Nur ich hatte natürlich mal wieder die beiden Ranks mit 4, deswegen 170 Punkte mehr als die Kollegen. Von daher Glück gehabt, Geld gespart, Spaß gehabt. Bis nächste Woche. Gut Blatt.